Meine sehr verehrten Damen und Herren, als Landkreis nehmen wir heute Stellung zur gesamten Thematik des Solarparks in Gertewitz. Das Bauordnungsamt des Saale-Orla-Kreises hat diesen Bauantrag genehmigt, denn wir handeln hier im Saale-Orla-Kreis auf Basis von Recht und Gesetz. Und die von der OBV in Video und auch Veranstaltungen verbreiteten Falschaussagen und Unwahrheiten trete ich hier als Landrat entschieden entgegen. Ich stehe ganz ausdrücklich hinter der Entscheidung meiner Mitarbeiter, die diesen Sachverhalt intensiv geprüft haben und sich mit der Thematik über mehrere Jahre bereits intensiv beschäftigen. Denn der Bebauungsplan für den Solarpark in Gertewitz wurde von der Gemeinde im Jahr 2021 aufgestellt. Die Fristen, dort dagegen ein Bürgerbegehren einzuleiten, sind im Jahre 2021 verstrichen. Es wurde nichts im Rahmen der Fristen unternommen und somit hat der gesamte Vorgang seinen normalen Lauf genommen. Im vergangenen Jahr hat nun die Gemeinde den Plan als Beschluss gefasst und parallel dazu wurde ein Bauantrag vom Vorhabensträger eingereicht und die beiden Dinge wurden hier im Landratsamt entsprechend im Bereich Bauordnung geprüft. Nach intensiver Prüfung aller Tatbestände ergeben sich keine Versagensgründe und keine Ablehnungsgründe zu diesen beiden Anträgen zum Bebauungsplan, aber auch zum entsprechenden Bauantrag. Wir haben dann hier bei uns im Haus nochmal intensiv auch das Thema des Bürgerbegehrens, was ja eingereicht wurde, geprüft. Und sowohl meine Juristen hier im Haus wie auch die Rechtsaufsichtsbehörde sind zur übereinstimmenden rechtlichen Auffassung gekommen, dass dieses Bürgerbegehren keine Verhinderung, keine entsprechenden Tatbestände entfaltet, dass die Prüfung und auch die Genehmigung des B-Plans und des Bauantrages hier verzögert oder unterbrochen wird. Von daher haben wir nach Abschluss dieser Prüfungen den entsprechenden Gang weitergetrieben und müssen den Bauantrag im Rahmen der Fristen genehmigen. Denn wenn der B-Plan, der Bebauungsplan, Planreife erreicht hat, ist der entsprechende Bauantrag, wenn er den Rahmenbedingungen entspricht, auch zu genehmigen. Ansonsten, wenn das schuldhaft verzögert wird, ohne dass irgendwelche rechtlichen Gründe vorliegen, die das rechtfertigen, macht sich der Landkreis hier in dem Fall schadensersatzpflichtig gegenüber demjenigen, der den Bauantrag auf Basis von Recht und Gesetz gestellt hat. Dieses Risiko und diesen Schadensersatzanspruch haben wir natürlich hier als Landkreis abzuwägen und abzuwehren, denn wir können uns hier nicht, wenn keine Gründe vorliegen, einfach über das Recht und das Gesetz stellen. Weder die Mitarbeiter der Verwaltung noch ich als Landrat stehen außerhalb des Gesetzes. Die Entscheidung der Gemeinde Gertewitz und alle Folgen und auch die rechtliche Situation sowie die rechtliche Einschätzung sind Herrn Kleindienst und auch der OBV bekannt. Von daher ist es für mich nicht nur verwunderlich, sondern auch ein Stück weit verärgerlich, dass diese Falschbehauptungen im Internet und auf Veranstaltungen hier verbreitet werden. Die Gemeinde Gertewitz hätte diesen Plan nicht aufstellen müssen, aber im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung haben sie sich dafür entschieden und haben auch die entsprechenden Beschlüsse gefasst. Die Verwaltungsgemeinschaft Oppurg hat das gesamte Verfahren begleitet und wir hier im Landratsamt haben das Verfahren natürlich auch begleitet. Das ist kommunale Selbstverwaltung. In einem anderen Beispiel, bei der Gemeinde Knau, hat die Stadt Neustadt, wo ich zum damaligen Zeitpunkt noch im Stadtrat saß, den Bebauungsplan nicht aufgestellt. Es besteht auch kein Anspruch eines Investors auf Aufstellung eines Bebauungsplans. Aber wenn einmal ein Bebauungsplan aufgestellt ist, hat der Einreicher eines Bauantrages den Anspruch, dass dieser bearbeitet und auch genehmigt wird. Deswegen hat Neustadt im Vergleich dazu den 100 Hektar großen Solarpark in Knau nicht zugelassen und das Verfahren ging gar nicht erst los. In Gertewitz ist das Verfahren ordnungsgemäß abgelaufen und nun zu einem Abschluss gekommen. Alle rechtlichen Möglichkeiten stehen jetzt natürlich noch offen, aber, und das will ich nochmal ganz ausdrücklich sagen, im Rahmen der jetzigen rechtlichen Möglichkeiten hat das Landratsamt keine andere Wahl
und auch keine andere Möglichkeit, als sowohl den Bebauungsplan wie auch den Bauantrag zu genehmigen. Das haben wir getan und deshalb ist diese Entscheidung auch so ausgefallen.